Hallo und willkommen zurück zu Danganronpa Trigger Happy Havoc. In der letzten Folge haben wir quasi sichergestellt, dass Zero nicht die Person sein kann, die den Mod gemacht hat. Was wir ja schon lange ausgegangen sind, aber irgendwie scheint es so, als würde jeder uns hassen und irgendwie versuchen jeder etwas anderes rüberzubringen. Ich bin leicht verwirrt. Aber ja, gut, machen wir mal weiter. Weißt du, wie uneffektiv das ist, Celeste? Da sitzt eine ganze Stunde dran. Gut, das kommt noch dazu, aber ne, das war so. Wieso ist Toko eigentlich nicht hier? It's very unlikely you would have the dexterity to go about wrapping the body in a tarp. Ja, das ist auch noch ein gutes Argument. Sowas wird wahrscheinlich nicht als erstes als Idee auftauchen. Da muss ich Byakuya recht geben. Isn't that just a matter of taking off the suit when you're ready to move the body? Ja, an sich, ja. Aber ne, wie gesagt, das Problem ist, die Fumi muss dann noch irgendwie dahin kommen. Deswegen. There's no chance that a question was taken off just to move the body because he was not strong enough. Once it's on, you can never take it off. You can take it off by yourself. I don't think taking off the suit was an option. If you remember. Also glauben wir wirklich, dass diese Angriffe wirklich von Hero gemacht wurden? So wie Hero da steht, hatte niemand angegriffen. Er wusste nichts von den Toten. Von den Morden. Ich glaube, ich habe einen Disconnect von dem ganzen Ding hier. Gehen wir jetzt davon aus, dass Hero es gemacht hat, oder gehen wir nicht davon aus? Weil wir reden hier nur über einen Anzug, den Hero getragen hat, und wir haben bestätigt, Hero hat den getragen. Und wir haben auch bestätigt, es gibt keinen zweiten Anzug, weil wir keinen gefunden haben. I don't think you can get it off on your own. We don't really have a choice to take it. That's true. It seems impossible to put the suit on or to. Ja, aber wieso sollte das jemand machen? Hero hat sich nicht selbst den Anzug angezogen. Er kann sich an nichts erinnern. Wieso gehen wir davon aus, dass er die Morde gemacht hat? Take it off by yourself? Hero wasn't just making it up. Of course I wasn't making it up. So schlau ist Hero nicht. If he could have gotten it off by himself, I don't think he would have let us see him wearing it. Showing up in the suit was basically an invitation for everyone to suspect it. Ja, gut, das kommt noch dazu. Yeah, that's right. So it's really, really true that Robo Justice couldn't have moved the dolly? To be clear, whoever did move the body, it couldn't have been Hero in the robot suit, correct? No, wait. Just a second, if you please. Have you forgotten about the picture that I took? Yeah. You all got a good look at it, did you not? The image of. Ja, was hat das mit dem anderen zu tun? Robo Justice? If whoever was in that suit is not the culprit, how do you explain that? Besides, do you remember what the now deceased Hifumi said? Ja, ist das nicht komisch, dass er wusste, wer unter dem Anzug ist? What guy? Robo Justice, and that's what I decided. Robo Justice, that's what I decided to call him just now.
Würde wirklich so jemand antworten, der gerade von einem fucking Kerl im Roboteranzug angegriffen wurde? Ich nenne ihn Robocop. Also zumindest habe ich das jetzt gerade eben so entschieden. Nicht, dass ich irgendwas damit zu tun hatte. Also, überhaupt nicht. Na, ich bleib da drauf. Hifumi hat was mit dem Fall zu tun. Egal wie, er ist involviert und nicht als Mordopfer. So long as those facts exist, the proper conclusion is beyond question. The individual inside the suit and the culprit are one and the same. It was Hiro. Wieso glaubst du das denn erst? Wie viele Beweise müssen wir dir noch vorlegen, dass es nicht Hiro ist? Yeah. Oh, Fina, glaub yeah, das doch nicht. Right. Ich hab bislang gedacht, dass Kyoko, dass Byakuya recht hat mit dem Spion-Ding und dass es Kyoko ist. Aber dass dieses Spion-Ding, dass Kyoko wirklich nichts mit dem Fall an sich zu tun hat, sondern wir nur herausfinden, als sie ist der Spion. So, das ist irgendwie so mit der Ansicht, weil wir immer irgendwas hatten, was wir noch nebenbei herausgefunden haben. So Geheimnisse und so. Mittlerweile glaube ich nicht mehr, dass Kyoko der Spion ist, sondern Celeste! Weil die tut alles daran, dass fucking Hugo der fucking Mörder ist. Obwohl wir Beweise haben, dass er es nicht ist. Und jeder Mensch mit gesundem Menschenverstand, was ein Mensch normalerweise besitzen sollte, kann eins und eins zusammenzählen und sehen, dass Hiro nicht der Mörder ist. Hold on a second. Mein Gott, mir tut der Kerl echt langsam leid. Was habt ihr gegen ihn? Nur weil er ein Vollidiot ist? It's still far too early to reach that conclusion. Danke, Kyoko. Besides, there's no hurry to decide who did it. Okay, ja, gut, ist, ja, wir haben. Oder guck mal, was hast du dazu? Before we rush to a verdict, shouldn't we explore every single possibility? Ja. Instead of seizing on one viewpoint, the truth is uncovered by analyzing things from every angle. Ja. Perhaps, but where do we go from here? Let's review this series of unfortunate events from the beginning. Maybe we'll uncover something new. What a pain in the ass! Na, die Fresse, Genocide. I don't disagree, but our lives are on the line. If this is what it takes, we have to do it. Plus, maybe we'll get to find out where the heck Kyoko was when everything went down. All right then, let's take another look back at what happened. Ja, glaubst du das wirklich, China? Aber gut, du bist auch so eine Vollidiotin wie Hiro. Four of us gathered together in the dining hall. Makoto, Hina, Kyoko, and myself. We waited there for quite a while, but nobody else showed up, so we went to look for everyone. Yeah. That was around 8 a.m. Wenn die ersten Angriffe, also Kyoko, ne? Die hat nichts mit dem Fall zu tun. And as soon as we split up, Kyoko went missing. Ja, ist ja recht. Vielleicht ist er auch einfach nur ins Zimmer gegangen, hat sie gedacht, wer fuck das shit. Soon after that, Hina found Celeste in the rec room and quickly came to get Makoto and me. Ich meine, wieso ist jeder darauf ausgelegt, dass herauszufinden, wo Kyoko war? Fucking hell, wir haben einen Beweis, dass sie nichts mit diesem Mord zu tun hat. Was interessiert uns dann, was sie entschieden hat, wo sie hingehen möchte oder was nicht? Ne, das ist. Können wir uns bitte konzentrieren auf Robo Justice und den Mörder, die definitiv nicht eine und dieselbe Person sind? It seems I was unconscious for about an hour after I was attacked by my mystery assailant. I know it was an hour because I remember being attacked a little after 7. Was when we saw Celeste's picture and discovered that her assailant had been wearing a strange costume. Nochmal, wenn Hiro in diesem Anzug drin ist, wieso sollte er einfach random Leute angreifen? Ich meine, gut, es würde zu Hiro passen, dass er sowas machen würde und dann so dumm ist und vergisst, dass er den Anzug nicht abnehmen kann und wird ihn deswegen finden. Aber das wird halt so genau auf Hiro passen, dass es halt deswegen nicht damit ist. As it turns out, das ist nicht Hiro. Robo-Justice. Ja, und woher haben wir den Namen? Dass er J, ne? Hm?
He fooled me! He fooled me! It also soon became clear that this same Robo Justice had abducted Hifumi. Moment mal. Entweder wusste der Kerl in Robo-Justice-Kostüm oder Hifumi, dass Celeste die beiden beobachtet, oder Celeste ist auch damit involviert. Also Hifumi ist definitiv, sie ist ein fester Bestandteil. An den denke ich nicht mehr weg, weil das ist der Einzige, der die Leichen hätte bewegen können. We were soon joined in our search by Byakuya and Toko, and then went on to find Hifumi in the library. He was injured, so we took him to the nurse's office and resumed our search for the suspect. Und sobald er mitbekommen hat, dass Hina und Celeste weg sind, ist er auf einmal verschwunden, ohne jegliche Spuren. Und wir finden ihn mit Takas Leiche. But not long after leaving the nurse's office. What's wrong? Is it something over there at the top of the stairs? When Celeste told us that, we decided to split up and search the second floor. Yeah. And soon after that? Vielleicht ist das, ja, wie gesagt, vielleicht war Celeste an dem alles beteiligt und hat uns extra weggeleitet von dem Ort, wo alles stattfindet, damit wir halt wegbleiben und alles. I saw someone moving around on the third floor. And I yelled out to everyone as soon as I did. Oder du hast rumgeschrien, sobald die Luft rein war für uns. Ist das was für? Sunscreen for someone like you. I saw him, the sunscreen man. He ran off as soon as I screamed. I was blocking the stairs, so he headed further down into the hallway and disappeared. And then... What the? That came from the downstairs, you want to bring him. And for me, he's in the nurse's office. That is bad. Come on, we have to go back. At that point, we decided to divide up into two groups. Celeste, Hina, and I went back to the nurses, while Sakura, Byakuya, and Toko chased after the suspect. When we got back to the nurse's office, we found Hifumi, dead. And that's when we heard the body discovery announcement. Ja, aber zum gleichen Zeitpunkt wurde Taka gefunden. I left Celeste and Hina there and headed back to the third floor to let the others know what had happened. Meanwhile, we had just discovered Taka's body in the equipment room. Ich meine, wenn das Spiel mir jetzt sagen möchte, dass Takas Fund nur von zwei Leuten gefunden wurde, weil Genocide Jill umgekippt, weil Toko umgekippt ist, dann ist das Bullshit. Einfach, sie muss ja die Leiche irgendwie dann doch gesehen haben, um umzukippen. Von daher haben auch Takas Leiche drei Leute gesehen. Deswegen, ich bleib dabei. We must have found both bodies at almost exactly the same time. Must have? Wir haben beide Körper zum gleichen Zeitpunkt gefunden. Because we heard the same announcement not long after we discovered his body. And that's when I told you guys about Hifumi. Then the three of us headed for the nurse's office. But right after we left the physics lab, we ran into Celeste, who'd arrived after us. And she told us something very surprising. Hifumi's body has disappeared. We rushed back to the nurse's office and saw that she was right. Then we remembered we'd left Toko passed out in the equipment room, so we hurried back again. This can't be happening. After me hallucinating on this or something. But when we got there, we discovered that now Taka's body had also gone missing. Yeah. Next thing we knew, we were searching the school for two missing dead bodies. And after some time,
Celeste informed us that she'd found the bodies, and we all headed to the repository, which is where we rediscovered the corpses. I think that about covers it. I see. The whole thing sounds exceptionally complicated. It certainly seems to me that these are not a simple series of connected events. Okay, well, if that's true, then what? Rather than a single series of events, I think we have to consider each murder a separate situation. Mein Kyoko hätte das aus Versehen zum gleichen Zeitpunkt zwei Morde passiert sind. Oder interpretiere ich das nur jetzt in der Dingszeit? Ja, okay, ich habe das nur missverstanden. Now then, let's get started, beginning with what happened to Taka. Ist nicht Hifumi interessanter? Okay, Taka ist einfacher, aber... The contradictions hidden in what happened to Taka. In order to uncover the truth in this case, I have to find them no matter what. Make your argument. Welcome to Fall 3. Okay. So, regarding Taka's death, I wonder if he died before Hifumi, or perhaps it was after? We already know what order they were killed in. Taka came last. Das ist eine Vermutung von uns. Because of the numbering of the Justice Hammers. It's true that Hifumi was killed with Justice Hammer 3, while Taka's death came from a swing of Justice Hammer 4. Yeah. So it's obvious Taka came after. Ja, nicht unbedingt. This is Hammer's weapon number, but were they really used in that order? So, regarding Taka's death. Okay. I wonder if he died before Hifumi. Or perhaps it was after? We already know what order they were killed in. Shoot. Okay, nochmal. Regarding Taka's death, I wonder if he died before Hifumi. Ich weiß jetzt nicht so genau, was jetzt von mir verlangt wurde, aber. We already know what order they were killed in. Taka came last. What makes you say that? Okay. Because of the numbering of the Justice Hammers. Was? Shoot. Ah. So, I wonder if or perhaps it was. We already know Taka came last. What makes you say that? Because of the numbering of the Justice. It's true that Hifumi was killed with Justice Hammer 3. While Taka's death ja. From a swing of Justice Hammer. War noch was am Ende? So Habe ich irgendwas verpasst? Nein, I wonder if he died before or perhaps it was. We already know Taka. What other game is this? It's true that he while Taka's death. Hey, das sind nur zwei, ich hab beide schon benutzt. Das habe ich, Hifumi Yamada, I wonder if he died before Hifumi, or perhaps it was after? We already know what order they were killed in. What order? Taka came last. What makes you say that? Because of the numbering of the Justice Hammers. Ich verstehe nicht. Ich hab da nur zu. Hä? So, regarding Taka's. Hab ich. I wonder if he died before Hifumi. Or perhaps it was after? We already know what order they were killed in. Shoot. I wonder if or perhaps it was. We already know Taka came. What makes you say? Because of the number. It's true that he while Taka's death came from a swing. See? So it's obvious Taka came after.
So. I wonder if he died before. Ich kann nichts machen. Hä? We already know what order they were killed in. Taka came last. What makes you say that? Because of the numbering of the Justice Hammers. It's true that Hifumi was killed with Justice Hammer 3, while Taka's death came from a swing of Justice Hammer 4. See? Ah, so. Oh, ich habe das so lange nicht mehr benutzen müssen. So, regarding Taka's death, I wonder if or perhaps it was. We already know Taka came. What makes you say? Because of the number. It's true that he flew me while Taka's death. See, so it's obvious Taka came after. Okay. So, I wonder if he or perhaps it was. We already know what order they were killed. Taka came last. What makes you say that? Ich hab das Feature total vergessen. Deswegen war ich jetzt total verwundert. Es wird so viel hinzugefügt. Das ist nicht möglich, dass ich mir ein bisschen. Es ist nicht möglich, dass ich mir alles zu jedem Cluster merken kann. Also, vielleicht irgendwas beim nächsten Cluster wieder vergessen. There's no reason to assume that the numbers were used in the same order as the numbers. Okay. Wäre aber sehr unlogisch. Gefällt mir nicht. Also, man muss mit Logik arbeiten. Meine Logik sagt mir jetzt, dass die Folge vorbei ist, denn ich bedanke mich fürs Zusehen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen!